Bei einer Großrazzia heute Morgen in Berlin hat die Polizei in Berlin mehrere Wohnimmobilien durchsucht. Es geht um einen enormen Sozialbetrug, der anscheinend auch schon laut diversen Medienberichten seit längerem vonstatten geht. Denn es wurde jetzt aktuell überprüft, ob die entsprechenden Kinder, für die auch von der Familienkasse Kindergeld bezogen worden ist, überhaupt wirklich existieren. Wir schauen uns die neuesten Meldungen an, wo man ganz klar sagen kann, hier wird auch EU-rechtlich der deutsche Steuerzahler über die Familienkassen mit Kindergeld durchaus heftigst ausgenommen. Und dann herzlich willkommen zu einem neuen Video hier von Steuern mit Kopf auf YouTube. Mein Name ist Roland Elias, ich bin Online-Steuerberater. Und ja, es ist eine Meldung, wie sie immer häufiger auch mal vorkommen, vor allem im Bereich natürlich des Sozialbetruges. Beim Sozialbetrug geht es ja hauptsächlich darum, dass hier, sag ich mal, Kindergeld und andere Sozialleistungen abgegriffen werden, die ja, sag ich mal, an der Stelle zum Beispiel einfach Kinder sind, die nie existiert haben. Wie ein, sag ich mal, ja, Experte aus dem internationalen Steuerrecht bzw. auch aus dem Strafrecht mal gesagt haben, für eine Geburtsurkunde von einem Kind zum Beispiel in Griechenland musste man vor 5 bis 10 Jahren gerade mal 150 bis 300 Euro zahlen und dafür hat man im Grunde einen Freifahrtschein bekommen, hier monatlich Kindergeld in Deutschland zu bekommen. Das nutzen natürlich auch immer mehr Personen und zwar im genannten Fall, wo es jetzt heute in der Früh in Berlin-Reinickendorf zu mehreren Untersuchungen durchsuchen kam von 3 Mehrfamilienhäusern. Es ist jetzt so gewesen, dass dort 100 Beamte vor Ort waren und das Ganze geprüft haben. Hier hat auch NTV schon eine kurze Stellungnahme abgedreht und vor allem auch bereitgestellt, wo man ganz klar sagen kann, hier werden auch schnell einige Probleme deutlich. Sollen über 120 Kinder wohnen und da ist halt die Frage, passt der Wohnraum zu der Anzahl der Kinder? Und da ist die Familienkasse stutzig geworden und hat deshalb gesagt, das möchten wir überprüfen, denn das Problem in Deutschland oder laut EU ist, es reichen 8 Stunden Arbeit in Deutschland pro Woche und man kann hier Kindergeld beziehen. Und das zu überprüfen ist eben Aufgabe auch der Familienkasse, die natürlich eigentlich das Geld den Kindern zukommen lassen will und nicht Betrügern. Jetzt die Überprüfung ist jetzt soweit erstmal auf den ersten Blick ab. Genau, also das ist zum Beispiel einer der Punkte, was ja bedeutet, wenn du 8 Stunden in Deutschland arbeitest, dann hast du im Grunde für alle Kinder im Großen und Ganzen hier einen Anspruch auf entsprechend Kindergeld. Wenn wir jetzt einfach mal ganz grob mal durchrechnen, bei 120 Kindern, die jetzt hier, sag ich mal, betroffen sein sollen, würde man 120 mal 250 Euro nehmen. Warum 250 Euro an dieser Stelle? Weil das der aktuelle Kindergeldbetrag seit einigen Jahren ist, den man pro Kind im Grunde im Monat zur Verfügung bekommt. Richtig, pro Monat. Bedeutet, es geht jetzt aktuell um 30.000 Euro pro Monat und dementsprechend mal 12 hochgerechnet 360.000 Euro. Und wenn man jetzt dagegen rechnet, was ich vorhin gesagt habe, wäre man hier relativ schnell break even, wenn man hier international unterwegs ist, denn 150 bis 300 Euro für eine Geburtsurkunde von einem Kind, das nie wirklich existiert hat, sollen die aktuellen, wie gesagt, die damaligen Kosten sein, was mir ein Rechtsanwalt aus dem Strafrechtsbereich damals erzählt hat. Hier einfach sein, wo man sagt, da kann man durchaus ein nettes Geschäftsmodell mit aufbauen, wenn man natürlich entsprechend hier die Wohnungen hat. Und genau hier ist natürlich auch entsprechend die Familienkasse dann stutzig geworden, wie es hier weiter in diesem NTV-Beitrag heißt. Geschlossen. Ich kann jetzt leider noch nicht sagen, wie viele Kinder man wirklich angetroffen hat. Wir haben ein paar zur Schule gehen sehen, aber längst keine 120 Kinder. Das sind nicht alle schulpflichtig, aber ja, das Missverhältnis ist noch nicht geklärt, ob das nicht doch besteht. Genau, und es geht um die Frage weiterhin, ob hier das entsprechende Missverhältnis weiterhin vorhanden ist. Wie es natürlich hier weitergehen soll, ist durchaus jetzt die spannende Frage, weil zum Beispiel heißt es auch laut dem RBB 24, überprüft wurden nach Recherchen einer RBB-Reporterin 3 Häuser. Wie gesagt, 1 der Häuser war jetzt das, wo die NTV-Reporterin davor war. In den rund 70 Wohnungen sollen mehr als 400 Menschen gelebt haben. Davon, wie gesagt, auch über 100 Kinder. Und vor allem, wie gesagt, sage ich mal, ist ein weiterer spannender Punkt auch für im Grunde hier die Unternehmer. Außerdem lauteten auf diese Adresse Gewerbeanmeldungen mit einer 3-stelligen Zahl. Also im Großen und Ganzen könnte es sein, dass es sich hier wirklich um ein ja krasses Briefkasteninvestment handelt. Haben wir auch schon mal darüber berichtet, ist ja, sage ich mal, in einem gewissen Bereich übrigens legal, teilweise eben auch
Illegal. Illegal ist es zum Beispiel dann hier das Briefkastensystem, wenn du es zum Beispiel nutzt, um jetzt die Gewerbesteuer zu reduzieren oder zum Beispiel und aus anderen Gründen, wie zum Beispiel Subventionen oder sonstige Gelder abzugreifen, obwohl du zum Beispiel gar nicht in Deutschland tätig bist. Punkt Nummer 1 oder von einem anderen, sag ich mal, Bundesland entweder Gelder hier abzugreifen. Aber auch der Punkt, wie gesagt, wie in diesem Fall ist natürlich kritisch, wenn du zum Beispiel hier gar nicht mal in Deutschland lebst, wohnst und arbeitest und wie gesagt einfach nur sagst, hey, ich habe hier einen 8-Stunden-Job und melde mich deswegen in Deutschland und bin vielleicht aber auch diese 8 Stunden, ist bloß was für sich, der Bruder, die Schwester oder Cousin oder Cousine oder sonstiges oder Großonkel 45. Grades, ist es so, dass du auch dann natürlich sagst, hey, diese 8 Stunden kann man locker auch sozialversicherungsrechtlich nachweisen und dann hätte man Anspruch auf Kindergeld. Wie gesagt, eine dreistellige Anzahl auch von entsprechenden Gewerbeanmeldungen ist, wie gesagt, aber auch in manchen Bereichen legal. Denn zum Beispiel auch wir und auch beteiligte Unternehmen und auch Kooperationspartner von uns führen ja auch an der Stelle so Office-in-Office-Lösungen durch oder zum Beispiel einfach so Postadressen-Service. Also geht es nicht dabei um, sage ich mal, hier extreme oder grundsätzlich um Steuerverkürzung oder sonstiges, sondern einfach um die postalische Weiterleitung und ähnliches. Das ist ein vollkommen legales Geschäft, solange natürlich alles sauber abwickelst, weil viele zum Beispiel auch sagen, hey, ich möchte, weil ich zum Beispiel auch Influencer bin, nicht, dass meine private Adresse irgendwo geleakt wird. Ja, dann kann ich im Grunde hier, sage ich mal, die Office-Adresse an eine Adresse schicken, wo im Grunde, sag ich mal, alles dann so durchläuft, aber auch natürlich hier an der Stelle, ja, sag ich mal, andere Gründe, dass man sagt, okay, man hat hier einen automatisierten Scan-Service. Also zum Beispiel, was wir beim Unternehmen, wo ich beteiligt bin, haben, dort ist ein automatischer Büro-Office-Dienst-Service mit dabei, mit Scannen, Weiterverarbeiten und sonstiges, wo wir natürlich auch dann das Ganze so abwickeln. Das heißt, das ist auch eine legale Möglichkeit, weil man einfach sagt, hey, ich möchte doch dieses ganze Scannen nicht und diese Postgeschichten, lieber alles, was sich einmal am Tag oder einmal im Monat per E-Mail weitergeleitet bekommt, reicht vollkommen aus. Aktuell in diesem Fall soll es, wie gesagt, alles sehr kooperativ abgelaufen sein. Spricht jetzt auch dafür, dass es wahrscheinlich durchaus die ein oder anderen kritischen Fälle gibt. Denn wie gesagt, bei 3 Mehrfamilienhäusern hier mehrere hunderte von Gewerbeanmeldungen ist jetzt eher, sage ich mal, mehr als kritisch. Vor allem, weil das natürlich für so eine klassische Briefkastenadresse einfach spricht. Wie es natürlich weitergeht, wird jetzt relativ spannend, denn auch an der Stelle hat die Polizei Berlin ja hier veröffentlicht, wie die Sachlage ist. Einsatzkräfte unterstützten heute die Familienkasse Berlin-Brandenburg und von der Bundesagentur für Arbeit sowie BA Mitte Berlin und so weiter und so fort hier bei dem Verdacht auf Sozialleistungsmissbrauch. Und das alles ist ja auch was, was du am Ende monatlich mit deinen Abgaben finanzierst. Und wie gesagt, viele auf dem Kanal sagen immer, ja, aber du hast ja auch was gegen, was weiß ich, die Steuerhinterziehung von Großkonzernen und sonstiges. No way, egal, wenn es an der Stelle hier, sage ich mal, ein ja, Gesetzverstoß in irgendeiner Form ist und man natürlich hier, sage ich mal, egal ob im Kleinen oder im Großen was verbockt, muss das natürlich sauber und vollständig geahndet werden. Und ich bin gespannt, wie es hier weitergeht, denn das ist ja nicht der erste Fall, bei dem jetzt auch die Familienkasse durchaus hier, sage ich mal, vielleicht ihre Pflicht nicht nachgekommen ist. Wir erinnern uns vor, ich glaube, 3-4 Monaten war ja auch Mr. Cash Money ein Thema. 1,5 Millionen an Sozialleistungen pro Jahr, die er abkassiert durch im Grunde Heirat, uneheliche Kinder und sonstiges und vor allem auch die ganzen Zuschüsse, die im Grunde hier an Kosten produziert werden. Das ist durchaus auch eine Hausnummer. Das heißt, wenn man das hochrechnet, seien es plus 10, 15 Fälle, dann ist man hier schon bei mehreren Millionen, die im Grunde aber auch ganz klar an anderer Stelle fehlen. Und das ist natürlich schon heftig, wenn es hier natürlich weitergeht mit den entsprechenden Bereichen. Was sind deine Gedanken dazu? Ist sowas häufig der Fall? Kennst du solche Adressen? Schreib uns vielleicht mal so eine Adresse unten in die Kommentare. Die Familienkasse freut sich dann natürlich.